Moin Freunde und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 3 mit der fünften Welt, mit der Eiswelt, und wir machen direkt weiter, würde ich sagen, mit dem ersten Level hier. Bevor ich jetzt aber loslege, einmal kurz der Hinweis, weil wir jetzt die Hälfte der Welt, der Superwelt geschafft haben. Falls ihr noch eine Superwelt für mich habt, die ich spielen soll, dann schickt zu mir gerne, das Formular ist im, in der Beschreibung zu finden, denke ich mal. Wenn nicht, muss ich halt noch nachtragen, auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich natürlich auch freuen, wenn ihr noch ein Deck da lasst, wenn euch das generell gefällt, die Superwelt, natürlich, aber wir legen jetzt auf direkt los. Es war wieder um Likes battlen, so geht's los hier, Freunde. Am Anfang der Folge. Presence in Snow. Geschenke im Schnee? Okay. Ich habe jetzt fast Presence, aber Presence natürlich. Okay, was hat der aktiviert? Die Blöcke hier, die P-Blöcke? Ne, die blauen Schalter wieder, ne? Ah ja, gut, die sind eigentlich rot, wenn die anfangen, so ein Level, ne? Wahrscheinlich dann einfach für die Optik. Das stimmt, die ja, die, kann ich doch hochheben, wenn die nicht kaputt gehen würden, genau. Das ist gut gemacht, gut gelöst, auf jeden Fall. Kann ich die nicht hochheben eigentlich? Nur wenn ich stehen, scheinbar, ne? Dann habe ich die auf jeden Fall aber hoch, da ist nämlich das bestimmt. Ist mir egal. So, zack, rote Münze. Ups. Wollte ich gleich auch weghauen, ne? Dich kann ich jetzt nämlich nehmen, genau. Oh, danke. Oh, ein extra Leben, geil. Ich kann sagen, ist da was versteckt? Ja, ist es. So, diesmal sind die Dinger auch hier dran an den Schienen. Ich glaube, war letztes Mal auch schon in der letzten Welt, ne? In der Waldwelt. Papa. Oh, ach so, ja gut. Hier ist kein Block jetzt drauf, verstehe. Der ist einfach nur da, falls man hier jetzt am Checkpoint oder vor dem Checkpoint, ne, am Checkpoint verkackt. Damit man auch wieder durch kann, das ist gut gelöst. Ich finde das echt schön, dass man da quasi so dran denkt. Einfach für die Optik, dass man da so Eis und Sachen hinbaut. Soll ich gleich doch rein, oder? Ja, würde schon sagen, also. Ah, okay. Gib mal her. Danke. Jetzt brauche ich nochmal einen, um wieder rauszukommen. Cool gemacht. Cool gelöst, ehrlich. Gefällt mir richtig gut, der Level gerade. Papa. Warte mal, sollen das Geschenke sein allgemein? Diese Blöcke, die ich hier sehe? Kann auch sein, dass das die Geschenke sind, ne? Hab ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Warte mal, ich will da nochmal runter. Frage ist gefährlich, weil man kann das schnell verkacken, glaube ich. Mit dir, Cooper. Was haben wir hier Schönes? Oh. Weg mit dem Kollegen. Ah, gut gemacht mit dem, mit dem. Ja, jetzt muss ich hier loswerden, ne? Leider. Ich hab nur Schiss, dass ich die ganze Zeit ewig oder gleich verkacken könnte. Welchen Spike kille zu früh oder so. Oh, warte mal. Ich hätte ihn noch brauche oder so. Für irgendwas. Sieht nicht so aus. Schade. Oh, aber hier unten ist was. Letzte Münze gefunden. Perfekt. Deine Lücke sehe ich doch da. Ganz knapp. Das war der Ende des Levels, denke ich mal, ne? Ich finde es auch cool, dass wir immer von rechts nach links laufen. Ist ja auch ungewöhnlich für so ein Mario-Level, sag ich mal. Ein Mario Maker ist alles möglich, ne, Freunde? Ist halt einfach so. Zack, nehmen wir ein Level noch mit. Level soll schon ein Leben. Noch ein Leben. Ich meine, wir haben mittlerweile, glaube ich, genug, aber... Pff, ich wurde vorgewarnt, die Bosskämpfe könnten schwieriger werden, von daher einfach mal mitnehmen. So, von den schönen kurzen Cut, ich habe mir ist gerade aufgefallen, ich habe hier nicht meine Stimme über OBS aufgenommen. Das heißt, wenn irgendwie meine Stimme ein bisschen anders klingt als sonst, ne, dann tut's mir leid. Ich habe aber zum Glück hier über die Dings, über die separate Aufnahme meiner Facecam hier hoffentlich meine Stimme noch aufgenommen. Ansonsten ist hier vielleicht auch der ganze Level erstmal rausgeschnitten, der erste. Ansonsten, Freunde, dann erstmal willkommen nochmal zu New Super Mario Bros. 3, Folge 5, Welt 5. Nein, ich glaube, da sollte alles klappen. Yes, Blume, wir haben nicht aufgepasst. Letztens doch gesagt, weiße. Ja, drei Leben ist auch okay. Man will es ja nicht übertreiben, ne? Genau, den ersten Level abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Herz gegeben, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn nicht, dann hätte ich gerne ein Herz vergeben. Ja, was ist denn los hier? Was lädt gerade? Was ist das letzte los? Wie jetzt verarschen hier? So, mal weiter mit Level 2. So, guck mal, jetzt was mache aus den Aufnahmen. Aber gut. Das soll nicht euer Ding sein, das ist hoffentlich alles gut gegangen. Slippery Ice Cave, Freunde, damit geht's weiter.
Und, so, diesmal mal rote Geschenke, oder was? Boah, weg mit dem Kollegen. Direkt ein Leben hier gönnen. Also, die Läden sind schon echt großzügig hier versteckt, muss man sagen. Ich habe jetzt auch schon sehr viele gefunden. Klar. Doch anders ausgehen können bisher hier, ne? Bis hierher? Bisher hier, alles klar. Aber nicht gesagt. Die Spikes sind wieder gefährlich, ne? Wirft der hier rüber? Ja, der wirft hier rüber. Shit. Aber oben ist was, warte mal. Stopp, da ist eine Lücke. Zwar nicht mit roter Münze, aber mit Feuerblume. Oh. Scheinbar muss ich hier rein. Wow, das war jetzt knapp. Mit dem Eiszapfen von oben. Oder die Waldfee. So, schnell weg hier. Wo der runterkommt. So, da kann ich nicht rein, da kann ich da rein. Auch nicht. Oh. Das war ein Fehler. Shit. Wo wäre ich da hingekommen? Da komme ich da irgendwie eventuell so hoch? Ich glaube nicht. Kann die Kollegen hier alle weghauen? Oder warte mal, vielleicht mit dem Käfer? Der runterkommt? Shit. Warte mal, komm noch mal hoch bitte. Lauf noch mal hier hoch, mein Kleiner. Wir warten mal kurz. Wo läuft der hin? Ey, komm hier hin. Hallo. Hier bitte. Gut, ich hätte noch ein bisschen weiter nach oben gehen können. So, jetzt kommt er her. Genau, perfekt. Jetzt? Okay, es geht auch ohne Dings. Sehr gut. Boah, ey, aber gut. Das habe ich mir massiv schwieriger gemacht, ne? Das war einfach mal sagen. Unnötigerweise auch, ne? Weil da war ja nichts Bestimmtes. Runter da. Lass mich hier durch. Oh, den Coupé vielleicht sehen sollen hierfür. Egal. Da oben ist auch wieder was. Den hol ich mir mal kurz. Mach mal so wie gerade. Ist vielleicht sogar hier auch so gedacht, muss man ja jetzt mal einfach sagen. Warte mal. Job. Ne, der muss hier hingucken. Ja, wie soll ich da hochkommen? Witzig. Komm ich doch niemals hoch. Ist hier vielleicht was? Ah, da komme ich hier einfach rein. Da komme ich oben raus. Da könnte natürlich auch sein. Warte mal, die machen es auch kaputt. Ach so, okay. Ja, dann. Ich glaube, ich gucke oben raus jetzt, ne? Schätze ich mal, oder? Ja, perfekt, okay. Das hat jetzt schon mal gelöst. So, neues Feuerblümchen. Wow, das war jetzt knapp. Da oben noch was? Da oben ist auch noch was, warte mal. Mal die Blume hier loswerden, danke. Letzte Münze vielleicht? Yep, die ist auch oben. Perfekt, haben wir alle. Gute Verstecke, mal wieder. Einfach durchrennen, hier kommt es egal. Ich hab mich gedacht, da noch was ist, oder? Und wenn doch, dann, warte, war hier Secret Exit irgendwo? Nein. Das wäre das einzige gewesen, was ich noch hätte verpassen können. Aber wäre ich wahrscheinlich eh schon vorbeigelaufen wegen den roten Münzen, aber gut. So, fertig. Mit Level 2. Was muss ich drauf achten? Ich habe jetzt hier eine neue Aufnahme gestartet. Dummerweise, jetzt ist hier natürlich kürzer. Ach, die komplette Aufnahme, ne? Ach, ist egal. Seht ihr mal auch hier, hinter den Kulissen läuft nicht alles perfekt. Natürlich nicht. So, wir haben noch drei Level vor uns. Jetzt als erstes den Turm. Die Burg, wie auch immer. Was haben wir hier schon? Ist wahrscheinlich wieder ein Bum-Bum, oder? Slippery Ice Tower. Gerade was Cave mit dem Secret Exit diesmal. Das heißt, wir können den Bosskampf theoretisch skippen komplett. Oder was? Indem wir einfach die Secret Exit finden. Einfach, ne? Ist jetzt wieder einfach alles getan, ne? Weil die sind schon immer echt gut versteckt. Ich glaube, die zwei, die ich so gefunden habe, die waren schon echt auf gut Glück, ne? Oh. Aber wie weit geht's hoch? Ah. Ich bin bei scheinbar. Okay. Gut zu wissen. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Ich hätte natürlich wissen müssen vorher. Alter, ich gehöre fast bei den Gumbelgern da, ne?
Ich wollte nicht auf die drauf springen, aber gut. Zum Glück ist passiert. Einfach durch hier. Genau, einfach zack. Ich muss mich also echt beeilen. Holla. Scheiß Knochen trocken, ey. Da ist noch was da oben. Warte, ich komme hier noch hoch. So, okay. Noch eine Beeilung, wa? Ach Mann, ey. Scheiß Knochen trocken, ehrlich. Warte, hier Bombe raus, komm. Hat ewig Zeit für euch. Ah, shit. Ah, das war blöd. So, vor, da kriege ich mich mal wieder ein hier. Ich bin diesmal groß, ich habe eine Feuerblume. Das ist sehr gut. Und ich habe die erste Münze natürlich auch wieder mitgenommen. Ich glaube, ich habe auch jetzt ein bisschen mehr Zeit als eben. Ja, wenn man den Level dann kennt, ne? Oh. Hier vielleicht Secret Exit oder was? Sag mal, ich will da hoch. Oder ist da nur eine rote Münze drin? Ich setze mich aber nicht drauf, ne? Hier ist der Exit. Ah, aber wir können nicht den Bosskampf skippen, das ist gut gelöst. Ja gut, dann holt man nicht die roten Münzen, Freunde. Hatte ich ja schon gesagt, oh. Fies. Ja komm, ein bisschen schneller kommt der Bum-Bum da. Vielleicht im Kampf auch nicht, jetzt kann ich den Kampf auch nicht skippen. Ist doch blöde. So, Drecksack. Komm hoch hier, rüber hier. Jetzt krieg ich ihn nicht, ne? Nee. Wow, Alter. Das ist ja richtig auf Zack, der Kollege. Jetzt aber als Kirchen. Oh, den ich haben müssen. Bam, hab dich, Kollege. Und durch. Sehen wir den Bonusraum wenigstens trotzdem noch? Nehmen sie wahrscheinlich mal jetzt nicht, ne? Das ist nicht schlimm. Wie gesagt, hab ich ja quasi gesagt, so als Kompromiss, wenn wir Secret Exit finden, nehmen wir den mit. Ohne roten Münzen. Ich glaube, ich kann ihn auch mal suchen im Nachhinein, aber. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss, würde ich behaupten. Aber eigentlich bin ich schon interessiert, wo die roten Münzen sind, muss ich gestehen. Vor allem, wie der Level weitergegangen wäre, weil das war schon Zeitdruck. Aber ich bin froh, dass ich einen Secret Exit gefunden habe, von daher. Ab ins Wasserlevel scheinbar. Oh, nee. Eiswasser auch noch. Schlimmer geht's nicht. Blooper Under... Oh Gott. Underwater Party. Blooper auch noch. Noch schlimmer. Wasserlevel steht nicht schon gut, das ist auch noch Blooper hierbei. Ah gut, wir sind auch in den hinteren Leveln mittlerweile, in den hinteren Welten, ne? Zweite Hälfte. Und da ja, vertretbar. Boah, nee. Hau ab. Pissvieh. Ja, Mann. Ich hasse Blooper. Ist da noch ein Stachy, oder was? Ach du Kacke. Ich will da durch. Das ist nix, shit. Boah, zum Glück. Können die nie so tief, wenn die einzeln sind, glaube ich. Wie sie könnten. Ah, die Familie da, die geht mir auf den Senkel. Wait, kann ich da rein? Da oben? Nein. Leider nicht. Da ich nicht groß bin, kann ich auch nicht da oben rein. Scheiße. Ah, ist aber auch scheinbar nur ein Block drin. Was haben wir hier noch? Okay, nur Deko. War coole Deko. Bestimmt Wolken. Hä? Wolken unter Wasser? Habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Auch cool. Ich muss da unten rein, glaube ich. Für die nächste rote Münze. Jetzt können wir natürlich zurückgehen und gucken, ob da was im Block ist. Aber ich gehe jetzt nicht zurück. Das wird zu blöd. Auch wenn es vielleicht belohnt werden würde. Du Arsch, ey. Trifft er mich auch noch. Ah, einfach durch wieder. Oben durch, ne? Genau, wollte schon sagen. Ich umsonst da das Ding davor. Ah, du mich auch, Kollege. Wow. Die hätte ich jetzt fast verpennt, die Pflanze. Da wäre ich jetzt fast reingeschwommen. So wie jetzt auch fast wieder. Ah, cool. Stachylabyrinth. Ja, gut, scheiß drauf. Bin gerade zu unvorsichtig. Das wird mir wahrscheinlich noch zu Fängnis werden hier. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Hallo? Hä? Wo will er denn jetzt hin? Okay, ist das so gewollt? Ich denke mal nicht. Ja, du mich auch. Ist auf einmal kommst du angeflogen. Biester, ey. Da kann ich nicht rein.
Hier vielleicht rein? Auch nicht. Gerade. Na gut, hatte ich ja schon mal. Schon nie die da unten. Obwohl. Ja? Hier rein? Auch nicht. Ist hier unten was? Nein, auch nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Röhren ja meistens andersfarbig sind, wenn ich da rein kann. Oh. Hier ist die letzte rote Münze. Versteckt. Okay, hab sie. Denu. Hier ist aber genug Luft, um hier durchzukommen. Was ist da oben noch was? Gab's hier Secret Exit? Nein, ne? Es waren echt wenig Booper für eine Party, ehrlich jetzt. Wo ich rüber ich ganz froh bin, aber es war nicht so. Ich habe drei Booper gesehen und eine Familie von Boopern. Also dazu gehört der eine Dritte, der gehört auch dazu. Oder waren es vier vielleicht? Ich weiß gar nicht mehr. Also mit Familie, sagen wir mal, 8 Blooper insgesamt im Level, von daher. mit den Kiddies da, oder 9. Deswegen. So, weiter geht's, im Text. Auf ins Schloss. Und dann auch noch geschafft. Morton's Ice Castle, okay. Morton ist also hier, alles klar. Logisch. Ich wäre fast reingerannt. Die fallen jetzt alle runter da. Das ist nämlich gerade in dem Turm nicht gewesen. Die alle runterfallen. Ist hier noch was? Nein. Wow. War aber auch wieder fies jetzt. Okay, hier bin ich safe, glaube ich. Feuerblümchen, sauber. Mit dem Kollegen. Was ist denn hier? Ah, extra Leben. Mal wieder. Hab ich nicht, auch nicht überprüft, so. Überprüft, so, ne, die Dinge. Einfach mal sagen. So, was haben wir hier Schönes? Münzblock, okay. Warst du gewollt, hier hochzukommen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde sich verhindert, sagen wir mal so. Durch irgendeinen Block oder sowas. Okay, der eine fällt nicht runter? Warum nicht? Achso, weil der fest ist, okay. Ich habe noch keine rote Münze gefunden. Das ist ein bisschen schlecht. Und hier ist schon ein Checkpoint. Ich habe locker eine verpasst. Wo habe ich die verpasst eventuell? Ich habe noch einen Trocken. Schon davor. Ja, wenn die jetzt hier vor ist, dann habe ich die echt verkackt. Ich komme leider nicht mehr zurück hier. Oh shit. Bei Blümchen auch noch weg. Oh hoppala. Das war jetzt ganz blöd. Das war jetzt ganz dumm. Ja, ich weiß aber nicht, wo die sein. Ach meine Fresse. Ich schau mich aber gerade auch blöd an, ne? Das nehme ich mal mit hier, das Ding. Ah, kann ich nicht mitnehmen, schade. Ist hier was? Ne. Ja, da muss ich jetzt groß sein, werde ich groß? Ne. Okay, schon mal eine Münze verpasst jetzt, also zweite Münze jetzt verpasst, schätze ich mal. Oh, warte mal, die können wir noch holen. Aber nett. Ich habe doch noch Chance auf alle, von daher. Kann man mitnehmen, ne? Alles klar, so. Direkt hoch, oder? Ja, na klar. Wow. Warte mal, hier kann ich rein. Das sehe ich doch. Übersieht man aber auch schnell, muss man sagen. Vielleicht hier auch doch noch alle Münzen. Das ist einfach nur diesmal ein bisschen ein anderes Schema. Wow. Papa. Das wäre ja echt cool, wenn ich noch alle kriegen könnte. Alter. Ach, hier noch ein Checkpoint. Okay, ja dann. Okay, ich wollte es eigentlich anders machen. Mach mal was so. Also eigentlich dachte ich jetzt, ich hole mir ein Item hier. Das ist vielleicht eine Feuerblume. Ich gehe dann da runter, mach Damage Boost und gehe dann hier hoch und hole die Feuerblume einfach wieder. Aber gut. So geht's natürlich auch. So, wir können Morton theoretisch skippen, wenn wir Bock haben. Ich geh mal hier hin. Bisschen näher. Oh shit. Einfach mal hier. Nicht so hochspringen. Kommt da hoch? Da hoch, kommt da hoch. Okay, wisst ihr was, Freunde, scheiß drauf. Verkacke hier wieder den kompletten Kampf. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Dings verkacke, die Münzen.
Die alle kriegen den Bonusraum eh nicht mit. Bevor ich jetzt hier wieder Leben vergeig, ganz ehrlich. Kampf ist schwer, haben wir gesehen. Man kann sich auch dumm anstellen, so wie ich, ne? Dann ist er vielleicht doch nicht so schwierig, wenn man sich mal ein bisschen besser anstellen würde. So, zack. Und weiter. Ja, tut mir leid, Julian, jetzt tatsächlich. Ist doch eine recht kurze Folge heute mal. Naja, was soll's. Aber es waren auch vielleicht kurze Level, vielleicht deswegen. Oh, und wir hatten keine Geisterhaus, stimmt. In dieser Welt eben. Das war vielleicht auch ein Grund. Weil mit Geisterhäusern wird so eine Welt doch ein bisschen in Länge gezogen. Warte mal, wir haben jetzt hier ein... 1, 2, 3, 4 Level... Es kommt da wieder ein Level irgendwo auf... ist aufgeploppt, oder was? Wenn wir Geisterhaus geschafft haben. Schätze ich mal, ne? Das habe ich, glaube ich, hier in der Himmelswelt noch nicht gesehen bisher. Bin ich gespannt drauf, wie das dann hier aussieht, die Animation, wenn das Schloss auftaucht. Von daher, Freunde. Ich sage, das war's für die heutige Folge. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und falls es euch gefallen hat, nochmal der Hinweis, lasst gerne ein Like, da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Euer Vasekasu.